Heute zeige ich euch meine neuen Reinigungsstifte, die ich mir bestellt habe. Und ich möchte heute einfach euch mal meine Erfahrungen dazu berichten. Dazu habe ich mehrere Münzen gereinigt und werde euch das gleich im Zeitraffer präsentieren, wie ja, die Ergebnisse sind und wie meine Erfahrungen bis jetzt mit den Stiften sind. Vorweg möchte ich eine Sache klarstellen. Das ist hier kein Anleitungsvideo, sondern einfach nur ein Video, wie ich das gemacht habe. Und meine Erfahrungen dazu. Ich möchte das euch einfach zeigen und bin gespannt auf eure Reaktion, wie ihr die Stifte findet oder ob ihr das schlecht oder gut findet. Mir gefallen die Stifte. Ich finde die Ergebnisse eigentlich ziemlich gut. Und ich bin auch froh, dass ich die Stifte jetzt habe, weil so kann ich öfters mal in der Kategorie Fundreinigung und Restauration ab und zu mal ein Video hochladen mit den Stiften und immer mal zeigen, wie meine Erfahrungen und die Entwicklung damit ist und wie, was für Münzen ich dann jetzt damit gereinigt habe und so weiter. Ja, ich fange einfach mal an und zeige euch jetzt die erste Münze, die ich damit gereinigt habe. Bevor es jetzt losgeht, wollte ich euch nur mal ganz kurz die verschiedenen Stifte zeigen und wie man die schön spitz bekommt. Man könnte jetzt zum Beispiel einfach einen Anspitzer nehmen und die Stifte anspitzen, aber irgendwie habe ich so die Erfahrung gemacht, dass die dann hier so ein bisschen kaputt gehen. Das bricht dann hier, also das hält das nicht aus. Deswegen mache ich das mit Schleifpapier. Ich habe hier einfach ganz normale 180er mal genommen. Und damit schleife ich die Stifte einfach total spitz und da kann man die wirklich ganz detailliert bis ins Detail nadelspitz, wenn man möchte, anspitzen. Aber zu spitz ist nicht immer gut, weil man sich dann wahrscheinlich die Münze damit zerkratzt, wenn man damit so einer extrem scharfen Kante rangeht. Aber wie gesagt, mit Schleifpapier finde ich das am besten, weil man kann sich den Stift dann so formen, wie man ihn möchte und perfekt anspitzen. So, das war im Grunde genommen auch schon, das wollte ich nur mal kurz zeigen. Jetzt geht es quasi los mit den Münzen. Diese kleine Silbermünze hier, die habe ich mit dem Glasfieberstift gereinigt, beziehungsweise habe ich nur kleine Bereiche dort oben gereinigt. Man kann schon sehen, wie da der Dreck abröckelt. Ich bin da nur ganz vorsichtig rangegangen und wollte einfach nur mal probieren, wie man mit dem Glasfieberstift auf Silbermünzen reinigen kann. Und dann habe ich mit dem Polierstift nur ganz leicht nachpoliert. Also ich habe da eigentlich kaum poliert, ich habe nur die Reste runtergewischt, kann man sagen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es am allerbesten ist, wenn man nur kreisende Bewegungen macht. Also auf keinen Fall irgendwelche Hin- und Herkratzerbewegungen macht, sondern einfach nur ganz leichte kreisende Bewegungen immer. Und dass man überhaupt keinen Druck ausüben braucht. Und man sollte den Stift auch nicht spitz darin pieksen, sondern einfach seitlich. Seitlich angewinkelt, leicht kreisende Bewegungen und keinen Druck ausüben. Das sind so die drei Regeln, die ich bei dem Rumprobieren und Üben gelernt habe, was man beachten sollte. Ja, und ihr könnt sehen, wie dort oben bei diesem Schriftzug da schon ganz schön was an Dreck abgegangen ist, wie der Dreck abgebröckelt ist. Dann habe ich zusätzlich einfach mal diese Münze, ich wollte einfach nur mal eine Hälfte von dem Gesicht ein bisschen vom Dreck befreien und habe da einfach mal ein paar kreisende Bewegungen gemacht und einfach nur mal versucht, den Dreck zu entfernen und dann ein bisschen in den Lücken noch und dann mit dem Polierstift noch ein bisschen. Und man kann schon sehen, dass die gereinigte Seite besser aussieht, also wesentlich sauberer ist, als noch die schmutzige Seite. Also das hat auf jeden Fall was gebracht, auch in den Lücken. Allerdings war das auch nur so ein Experiment. Und man kann trotzdem sehen, dass das schon was gebracht hat. Hier habe ich 120 Eintaler verwendet und wollte einfach mal gucken, was können die Stifte noch, wenn man da jetzt so ganz harte Verkrustungen hat?
kann man diese harten Verkrustungen damit lösen. Also das geht dabei jetzt bei dieser Mütze nicht darum, wie sauber die wird oder so, sondern ging einfach nur darum, dass ich mal ausprobieren wollte, ob ich in der Lage bin, mit den Stiften diese Krustklumpen da zu entfernen. Und wie man sehen kann, geht das schon in gewissem Maße. Kann man diese Klumpen dort damit runterkriegen. Und dann habe ich in Abwechslung immer mal noch ein paar andere Stifte ausprobiert und Sachen ausprobiert. Auch diesen mit dem Metallstück oben dran für das ganz Grobe. Und damit konnte ich dann schon diese Kruste ein bisschen minimieren. Aber ich denke, es kommt immer darauf an, wie viel Zeit man sich lässt und wie viel Mühe man sich gibt bei den ganzen Sachen. Ich denke, wenn man sich richtig viel Zeit lässt, dann kann man da wesentlich mehr noch rausholen. Und diese ganzen Klumpen ziemlich gut entfernen, die da dran sind. Das bekommt man auf jeden Fall mit einer Bürste nicht hin. Im Gegenteil, wenn man da jetzt eine Bürste verwendet, muss man eine recht harte Bürste verwenden, um diese Klumpen darunter zu kriegen. Und dann passiert es, dass man ja die Bereiche, die um den Klumpen sind, auch mit beschädigt. Und so kann man halt punktgenau diese Verkrustungen runterbröckeln. Das war nur mal ein Experiment dazu, ob ich in der Lage bin, mit den Stiften diese Bröckel da ein bisschen wegzumachen. Und das hat eigentlich recht gut funktioniert. Ich muss sagen, dass die Stifte recht kraftvoll sein können. Wenn man viel Druck ausübt oder mit der Spitze drin rumkratzt, dann kann man sich die Münzen auch zerstören. Also ich habe da auch mit Reichspfennigen rumprobiert. Man sollte auf jeden Fall vorsichtig sein und am Anfang erstmal mit ein paar Billigmünzen, zum Beispiel mit einem Reichspfennig oder zwei Reichspfennig, einfach mal ein bisschen üben, bevor man da irgendwie jetzt sich an eine bessere Münze ranwagt. Sonst könnte doch sein, dass man die Patina runterpoliert oder Kratzer in die Münze macht. Aber wie gesagt, wenn man die drei Grundregeln beachtet, keinen Druck ausüben, kreisende Bewegungen und den Stift nicht mit der Spitze darin pieksen, sondern eher so seitlich halten, dann geht es eigentlich ziemlich gut. Hier ist nochmal ein Vorher-Nachher-Bild zu sehen. Hier kann man schön sehen, im rechten Bild ist die Kruste noch da und oben an der Krone kann man auch Verkrustungen erkennen und diesen fetten Krustenpunkt über dem Stift, und im linken Bild sieht man, dass unten unter dem Adler die Muster fast wieder zu erkennen sind und rechts auch dieser verkrustete Knubbel, der ist ein bisschen flacher geworden und die Krone ist auch besser zu erkennen, wobei man sagen muss, bei der Krone sieht man auch, dass ich dort zu rabiat vorgegangen bin und dort ein bisschen das blanke Metall sogar ein bisschen rausglitzert, und ich finde, das ist schon zu viel des Guten für meinen Geschmack. Da habe ich die Münze ein bisschen beschädigt, aber es war auch nur ein Experiment und ich bin auch ein bisschen rabiat vorgegangen. Ich denke, wenn man sich viel Zeit lässt und ganz vorsichtig vorgeht und Erfahrungen sammelt, kann man da wesentlich bessere Ergebnisse erzielen. Ja, und zum Schluss habe ich nochmal komplett eine ganze Münze gemacht. Man sieht, die ist komplett verdreckt. Das ist eine sehr schöne und ältere Münze von 1753. Das hatte ich mir schon lange mal vorgenommen, um die zu reinigen. Die habe ich schon eine ganze Weile aufgehoben. Und hier kann man sehr schön sehen, da verwende ich einfach den normalen Stift und halte die Münze mit dem Polierstift fest. Und man sieht schon, wie der ganze Dreck darunter bröckelt. Und dann bin ich auch schon mit der Innenseite fertig
Und da kann man sehr schön wieder die Beschriftung erkennen. 1753a. Und auf der anderen Seite das gleiche. Da habe ich einfach nur leichte kreisende Bewegungen gemacht und keinen Druck ausgeübt. Einfach nur rüber gekreist die ganze Zeit und der Dreck, der bröckelte einfach nur so weg. Und wie ihr sehen könnt, kann man da auch wieder sehr schön jetzt am Ende erkennen, was da mal war. Man muss immer selber entscheiden, wie weit man gehen will, ob man da jetzt noch ewig rumpoliert. Ich denke, wenn man da noch länger rumpoliert, dann wird man die Patina zerstören irgendwann. Deswegen sollte man lieber weniger polieren. Dafür hat man noch die originale Patina dann und die Farben. Und dann könnte man die Münze konservieren. Das werde ich in Zukunft auch zeigen auf meinem Kanal in der Kategorie Restauration, wie ich diese Münze hier zum Beispiel und noch andere Münzen nach der Reinigung mit den Stiften dann noch konserviere. Hier auf den Fotos kann man jetzt nochmal das Endergebnis sehen von der Münze, wie die jetzt aussieht im Moment. Wie gesagt, man könnte jetzt noch mehr reinigen, um das noch zu verbessern. Aber für mich reicht das erstmal. Ich finde die so, wie sie jetzt ist, eigentlich ganz schön. Vielleicht werde ich sie noch ein bisschen reinigen und dann konservieren. Und dann werde ich das demnächst hier zeigen auf meinem Kanal. Ich habe vor, in Zukunft mich damit zu befassen, mit der Konservierung, mit dem Wachs, wie man am besten diese Münzen konservieren kann, welches Wachs ich da verwende. Und wie ich das mache, werde ich sicherlich auch Videos machen. Das kommt alles hier in Zukunft. Ja, ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen und war informativ. Wenn euch was zu den Stiften einfällt oder ihr selber schon Erfahrungen damit gesammelt habt, dann schreibt es doch in die Kommentare. Mich würde auf jeden Fall interessieren, was ihr für Erfahrungen mit den Stiften gesammelt habt, falls ihr die schon habt. Falls ihr die haben wollt, ich schreibe euch mal einen Link in die Beschreibung mit drin. Ursprünglich stammen die Dinger aus Frankreich und ich glaube, die gibt es im Moment nur beim Sonnengänger-Shop. Habt ihr jedenfalls nirgendwo anders jetzt gefunden. Ja, wenn euch irgendwas einfällt zu den Stiften oder zu den Reinigungen hier, schreibt drin, wie ihr das fandet. Wie fandet ihr das Video? Wie fandet ihr das, wie ich die Münzen jetzt hier reinigt habe? War das falsch? War das richtig? Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Und würde mich wirklich interessieren, was ihr von den Stiften haltet. Ob ihr da schon positive Erfahrungen mitgemacht habt oder ob ihr euch vielleicht schon die ein oder andere Münze damit zerstört habt. Denn ich habe bemerkt, wenn man rabiat vorgeht, dann kann man damit ohne Münze zerkratzen. Deswegen sollte man, wie gesagt, anfangen mit einer Reichsmünze oder sowas. Einfach üben oder mit Ostpfennigen, mit D-Mark. Ihr habt so viele Möglichkeiten, die man verwenden kann, um zu üben mit den Stiften, um dann gute Ergebnisse zu erzielen. Wie reinigt ihr eure Münzen? Macht ihr das mit den Stiften oder macht ihr das anders? Schreibt es in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.